Gonorrhoe, im Volksmund auch als Tripper bekannt, gehört zu den am weitesten verbreiteten Geschlechtskrankheiten der Welt. Häufig bleibt die Erkrankung unbemerkt und führt dann, ohne ärztliche Behandlung, zu weiteren Folgeerkrankungen. Alles Wissenswerte über die Gonorrhoe erfahrt ihr in diesem Video. Die Erkrankung wird von Bakterien, den sogenannten Gonokokken, verursacht, die über die Schleimhäute in den Körper gelangen. Das geschieht am häufigsten bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr. Tripper kann aber auch beispielsweise bei gegenseitiger Selbstbefriedigung über Körpersekrete an den Händen übertragen werden. Weitere Eintrittspforten sind das Rektum, die Rachenschleimhaut oder die Bindehaut des Auges. Männer und Frauen sind in etwa gleich häufig betroffen, zumeist im Alter von etwa 30 Jahren. Die ersten Symptome treten etwa 3 bis 8 Tage nach der Infektion auf. Beim Mann äußert sich der Tripper in Form einer Harnröhrenentzündung. Der Betroffene leidet unter Schmerzen beim Wasserlassen und unter gelblich-eitrigem Ausfluss aus der Harnröhre, dem sogenannten Bonjour-Tröpfchen. Wenn die Erkrankung fortschreitet, können sich auch Prostata und Nebenhoden entzünden, was zu Unfruchtbarkeit führen kann. Auch bei Frauen treten oft Schmerzen beim Wasserlassen oder gelblicher Ausfluss aus der Scheide auf. Außerdem können Frauen unter häufigem Harndrang leiden. Steigt die Infektion dann noch weiter auf, kann es zu einer Entzündung der inneren Geschlechtsorgane und damit zu Unfruchtbarkeit kommen. Auch die weiteren möglichen Eintrittspforten wie Auge, Rachen und Rektum können von Symptomen wie Jucken, Brennen oder Ausfluss betroffen sein. Häufig jedoch treten keine Symptome auf und die Erkrankung bleibt somit unentdeckt. Bei Verdacht auf Tripper sollte man direkt zum Arzt gehen. Das kann ein Hausarzt, Urologe, Gynäkologe oder ein Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten sein. Bestätigt sich der Verdacht, dann verschreibt der Arzt ein Antibiotikum gegen die Erreger. Folgeerkrankungen hängen davon ab, wie lange die Erkrankung im Vorfeld unentdeckt geblieben ist. Im Falle einer Erkrankung sollte sich auch der Sexualpartner immer von einem Arzt untersuchen lassen. Um einer Gonorrhoe vorzubeugen, sollte man bei Vaginal-, Anal- und Oralverkehr immer ein Kondom benutzen. Außerdem sollte man beispielsweise bei gemeinsamer Benutzung von Sexspielzeugen oder gegenseitiger Selbstbefriedigung darauf achten, keine Körperflüssigkeiten auszutauschen. Mit Sexualkrankheiten ist wirklich nicht zu spaßen. Das heißt, der Besuch bei YouTube ersetzt natürlich nicht den Besuch beim Arzt. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video weitergeholfen und gefallen hat und freue mich, wenn ihr mir eine Bewertung und einen Kommentar dalasst, in dem ihr mir gerne mitteilen könnt, welche Themen ihr in den nächsten Videos sehen wollt. Gute Besserung und bleibt gesund!